Yo, YouTube, was geht ab? Haben wir wieder am Start. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf der YouTuber-Insel. Und explodiert das? Bam, Freunde. Und zwar, Leute, Sue hat mir geschrieben, er will nochmal mit mir reden, Leute. Was eigentlich sehr, sehr, sehr gut ist. Denn, Leute, es ist ja gerade wieder alles hier am Abgehen. Und ich habe die Hoffnung, dass Sue vielleicht mit mir irgendwie das einlenkt und vielleicht sagt er mir, wo der Hund ist oder dass ich den Max zurückbringen kann. Dann kann ich Max vielleicht überreden, dass er vielleicht doch Frieden schließt mit den ganzen Jungs und wir können die YouTuber-Insel retten, Leute. Also ich gebe nicht auf, das wisst ihr Bescheid. Dafür will ich ein Like und ein Abo haben. Er hat zu mir gesagt, ich soll zur Brücke kommen. Also fahren wir jetzt, wir sind ja auf dem Weg zur Brücke. Oh, guck mal, der richtige Eisgletscher haben sich jetzt hier gebildet, Leute. Der Regen, der runtergeprasst ist, hat sich dann nochmal umgetan. Außerdem habe ich noch Geschenke für iCrimex vorbereitet, Leute, im Fall der Fälle. Und warum ist da so eine hässliche, pinke Burg, Leute? Okay, Freunde. Warte mal, ist das Sue? Ist das Sue, Freunde? Den kannst du hier. Wir müssen uns verstecken. So, wartet mal, Leute. Wir müssen gerade gucken, ob es das Sue ist. Da hinten ist der. Oh, ups. Was war das? Das bin ich. Da ist Amir, mein Freund. Amir, cool, dass du hergekommen bist. Ich muss mal ganz kurz mit dir reden, Bro. Ja, wollen wir hier reden oder woanders hingehen? Ich sag dir ehrlich, mir ist das egal, weil ich will echt kein Beef haben. Ich kann mir vorstellen, dass sie mich vielleicht angreifen. Wenn du willst, komm mal mit. Wir machen das hier am Eingang. Ich sag denen, dass sie dich nicht angreifen sollen. Ich habe viel über das, was du mit mir besprochen hast, nachgedacht. Also wirklich, die letzten zwei Tage hatten wir so intensive und vor allem Deep Talks gehabt, dass ich mir dachte, okay, ey, Amir, ich habe mich dafür entschieden, den Zeitwächter-Clan zu verlassen. Oh. Ich habe es noch niemand gesagt. Du bist der allererste, dem ich das jetzt erzähle und halt die Community. Aber weißt du, wie ich zu diesem Entschluss gekommen bin? Erzähl's mir wie, Digga. Bro, überleg mal, nur Streit seitdem, nur Beef, Sachen werden zerstört, Leute werden grundlos angegriffen, Leute werden unnötig irgendwie in einem Gefängnis reingesteckt und das, obwohl wir noch nicht mal, Bro, diese Insel hat doch erst neulich gestartet, überleg mal, wenn wir jetzt schon so viel Beef und Hass haben, was passiert dann irgendwie in 3-4 Wochen, weißt du? Ja, Digga, die Insel gibt seit 2 Wochen und ist ja schon komplett am Eskalieren, schon Häuser werden zerstört und sonstiges alles. Und das ist das Ding. Ich will nicht der Grund sein, warum es Krieg auf der Insel gibt. Checkst du? Ja. Ich will auch mit iCrimex reden. Ja, das macht Sinn. Also, versteh mich nicht falsch, meine Intention war nicht irgendwie, dass du sagst, dass du den Zeitwächtern rausgehst, sondern ich habe einfach gehofft, nach einer friedlichen Lösung zu finden. Aber ich verstehe dich. Weil ich sag dir ehrlich, weißt du, wo ich das größte Problem aktuell sehe? Wenn es einen Clan gibt mit so vielen verschiedenen Charakteren, wenn einer Ärger hat, dann muss man, wenn man loyal ist, dem anderen helfen, auch wenn es vielleicht gar nicht. Wenn man gar denkt so, ja, aber es ist doch gar kein Beef-Freund, man will sich eigentlich gar nicht am liebsten einmischen, aber es ist halt ein Clan-Freund, dann musst du Beef mitmachen. Und das eskaliert dann. Absolut, und du als Eiskrieger, als damaliger Eiskrieger, weißt, wie loyal wir alle sind und sobald dann irgendwie Beef im Clan... Bro, ich sag dir ehrlich, guck mal, wegen Denergy, ich will jetzt nicht die Schuld auf Denergy schieben, auf gar keinen Fall, aber dadurch, dass er halt diese ganzen Probleme mitgebracht hat, habe ich dann auch unnötig diese Probleme bekommen, so, und ich will einfach, dass niemand irgendwie Probleme hat, deshalb... Ich muss gleich mit Max reden gehen. Der ist sogar gerade online gekommen. Oh mein Gott. Ja, ich muss mal gleich mit ihm reden. Ja. Das Ding ist, ich fühle das, weil guck mal, dann hast du auf einmal Beef mit Max oder so. Oder Bro, wir standen uns vorgestern in einem Kampf gegenüber. Absolut. Das ist das Ding. Und ich habe dich zum Glück nicht angegriffen. Ich bin so froh, dass ich das nicht gemacht habe. Ich ja auch. Aber es geht trotzdem die Situation. Du stehst ja zwischen zwei Stühlen. Ich stand ja auch zwischen zwei Stühlen. Einmal habe ich hinter mir gehabt, Max und so, mit dem ich verbündet bin. Und du gegenüber von mir, einer meiner besten Freunde, die ich angreifen muss, oder was? Das ist das Ding, Bro. Und genauso habe ich dann auch gedacht. Und deshalb danke, dass du das auch so siehst. Ja. Möchtest du vielleicht mitkommen, wenn ich zu Max gehe? Ja, ich komme mit. Dann checkt er das. Dann checkt er, dass das ein freundschaftlicher Besuch ist. Okay, warte mal. Ich schreibe ihm mal auch ganz kurz. Yo, Max. Okay. Ich bin gleich wieder da. Ich mute mich so lange. Ja. Okay, Leute. Warte, lass mich vorgehen. Nicht, dass er dich sieht und dann. Ja, das kann jetzt echt eskalieren, ne? Max! Ich bin gespannt. Max! Da ist er. SU, was willst du hier? Warte. Max! Gib mir meinen Hund wieder! Max! Hör mir bitte erstmal zu. Wie? Was wollt ihr hier? Nicht, ich wollte gerade zu euch kommen. Pass auf.
Wie? Ja. Vertrau mir, red mit dem mal ganz kurz. Er hat eben mit mir geredet, das willst du hören. Vertrau mir. Kannst du mir ganz kurz bitte Zeit geben? Nur ein paar Sekunden. Ich lasse euch alleine, Junge. Ich bin wirklich nicht hier, um irgendwie dich oder jemand anderes anzugreifen. Okay, Leute, ich lasse dir kurz quatschen, damit ihr das klären, Leute. Ich will auch nicht dabei sein und irgendwie reinreden. Das sind zwei langjährige Freunde, die müssen die ganzen Sachen unter sich klären. Aber vielleicht finde ich gerade irgendwo MBK. MBK? Warte mal, / Whisper MBK. Yo, wo genau bist du? Warte, damit ich ihm das. Ich will ihm was geben, Freunde. Ich will ihm gern was geben. So verraten haben, Bro, und das will ich nicht mehr. Ich hab wirklich mich das. Savia! Ich werde diesen Clan verlassen, damit wirklich nicht ich der Grund. Ente! Ente! Ja. Komm her, ich hab ein Geschenk für dich. Hä, du hast ein Geschenk für mich, was? Weil wir verbündet sind, Ente. Und weil ihr auch mir hilft und ich euch helfe, habe ich was Kleines vorbereitet. Und zwar... Hä? Was ist das? Oha! Abi, was ist das? Eine Armbrust mit Raketen. 3 Stacks Raketen. Bro! Okay. Wie OP ist das? Wie viel Schaden macht das? 4 Herzen. Oha, Abi, du bist der Beste! Ich da danke dir, Da ist noch ein Stack Abi. Raketen. Oh, warte mal. Hier ist noch ein Stack Raketen, den du vergessen hast. Oha, danke dir, Abi! Und das kann ich auf jemanden ballern und dann geht der hops, oder was? Ja, da kannst du mehrere auf den ballern, genau. Aber... Oha! Aber benutze es nur, um dich zu verteidigen, Ente. Werd ich machen, Abi. Ich bin dir dankbar. Damit können wir Mr. Berger bestimmt zurückholen. Ja, ich hoffe es. Ich gehe kurz zu MBK. Du musst unbedingt, Max, du musst hochgehen. Dann werden wir die Stärkste sein. Danke dir, Abi. Kein Stress. Warte. Oh. Hä? Ich habe MBK gerade hier gesehen. MBK? Ja? Komm mal her. Hier, komm du her. Die sind gerade am Reden da. Ich habe ein kleines Geschenk für euch, weil ihr meine Verbündete seid. Ja. Yeah. Und was ist das denn? Ja, Max, hallo? Raketen? Ja. Yo! Alter! Wo seid ihr? Warte mal, ja, Max, cool. Ja, Max, hier bin Max. Ich höre dich, ich höre, wo seid ihr? Rechts von deinem Tau, hier. Da, hier. So. Ente, MBK. Ja, Max, ja. So. Es wird Zeit. Heute wird die Befreiungsmission für Mr. Berger gemacht. Wir haben uns lang genug hier von denen hier... Ja, Mr. wir holen Mr. Berger zurück. Noch eine Sache, Leute. MBK und Ente, können wir später miteinander reden? Hä, was macht der hier? Gib uns Mr. Berger zurück. Wir reden später. Ich will alles mit euch friedlich später klären, okay? Von den Zeitwächtern, weil er sich dafür schämt. Ja, dann schreib einfach Sue. Max. Das Ding ist, SU hat mir gesagt, er ist bei den Zeitwächtern raus, weil er selbst nicht mehr dahinter steht, was die da machen. Warum siehst du heute so komisch aus, Max? Warum sehe ich komisch aus? Du siehst, ich glaube, das tut dir nicht gut, dass Mr. Berger weg ist, Bro. Warum sehe ich komisch aus? Du siehst, ich bin ja ein bisschen blass und so. Oh, warte, ich sehe, dir fehlt was, Max. Max, dir fehlt was. Wie? Wie? Wie, was fehlt mir? Hä, was redet? Bitteschön. Was? Oha! Was? Bro. Ich hab, das ist eine OP-Waffe. Ich habe für jeden von den Bewohnern dieser Insel hier... Bro, Wie lade ich sie nach, Bro? Du musst... Jungs, ihr müsst die Raketen in der Zweithand haben, dann könnt ihr die ganze Zeit nachladen. Alter, Oha! Das macht vier Herzen Schaden direkt. Das ist richtig OP. Ey, Jungs, wenn wir das Ding zu dritt oder zu viert haben, wir gehen da jetzt gleich rüber, schießen die da ab und dann holen wir... Nein, stopp! Max! Was bringst denn die da zu killen? Glaubst du, die sagen dir, wo Mr. Berger ist? Du musst irgendwie... Bro, das ist verdient! Der hat gestern die halbe Stadt abgefackelt! Wie der hat die halbe Stadt abgefackelt? Ja, Bro, der hat dein Turm angezündet, beide aus MBKs aus. Ich hab gestern den Turm mit MBK gerade so wieder aufgebaut. Leider, ich seh's. Warte mal, da fehlt noch Holz hier. Ja! Danichi hat hier noch meinen Turm abgefackelt. Danichi hat den angezündet, Bro! Der Typ, der macht nur Faxe und dann macht er auch noch meine Sachen hier kaputt. Das ist noch ein Grund mehr, den abzuschießen mit dem... Wir haben alles repariert, ne? Fast alles. Ja, hier außen die Stützpfeiler, aber ja, okay. Pass auf, Max. Aber ist das nicht schlauer, irgendwann Infos ranzukommen? Weil ich habe euch die Armbrustraketen gegeben, wenn die euch wieder angreifen, weißt du? Dass ihr euch instant wehren könnt und so, weil die sind ja dann relativ aggressiv. Aber wenn die sehen, dass ihr Armbrust habt mit Raketen, kommen die nicht einfach zu euch zu, weil die nicht nachstehen. Du hast recht, wir sollten die Armbrust als Geheimwaffe benutzen. Genau. Aber sehr gute Idee. Ganz kurz, Jungs, bevor wir aufbrechen, um Mr. Berger wiederzuholen. Amir, bist du dabei? Also wenn ihr mich braucht, kann ich euch helfen, klar. Also. Komm gerne mit, wenn du willst. Okay, aber ich sag dir ehrlich, Max, am liebsten, ich würde so haben, dass es nicht komplett eskaliert, sondern erstmal Mr. Berger, weil der Hund, Mann, der Arme, der kann dafür nichts. Das stimmt. Ganz kurz noch, Leute, an alle Bewohner von der Insel. Wir haben zwar noch keinen Namen für die Insel,
Aber Amir hat uns in der Vergangenheit so oft geholfen und so oft gute Sachen gebracht, wie jetzt wieder diese OP-Waffe. Wir haben auf der gesamten Insel nur noch 2 Grundstücke frei. Und diese Grundstücke sind wirklich sehr, sehr hart umworben. Wir wurden schon oft gefragt, ob Leute hier bauen dürfen. Amir, als Ehrenmitglied, ich möchte dir ein Grundstück schenken. Als Dank. Amir, ja! Als Dank für alles, was du für uns bis jetzt getan hast. Das habe ich Amir auch schon gesagt. Oh, tatsächlich. Also, Amir, Jungs, Amir, bitte komm zu uns! Also, ich sag euch ehrlich, Jungs, natürlich würde ich gerne hier leben. Ihr seid alle meine Freunde! Let's go! Du jetzt gerade noch die Qual der Wahl hast. Also, es ist wirklich super limitiert. Das ist die schönste Stadt hier auf der gesamten YouTuber-Insel. Wir haben sogar hier eine Mauer hier außenrum, die gerade noch gebaut wird von MBK. Oh das Ding ist, es gibt nur noch 2 Grundstücke. Und zwar einmal hier, sage ich mal, auf der Seite neben meinem Haus. Das ist zwischen Ente und mir das Grundstück. Ja. Oder es gibt noch ein weiteres. Ami, das ist neben Ente. Neben Ente. So. Hier ist nämlich. Zack. Oder hier zwischen MBK und mir. Ja, ja, verstehe. Das ist halt so ein bisschen mehr in die Länge. Das ist nicht neben Ente. Jungs, ich sag euch, also der Teil gefällt mir richtig gut. Aber Jungs, also ich will euch nicht disrespekten, aber was ist mit der pinken Brücke? Ja, die pinke Brücke, die wird auf jeden Fall noch weggesprengt. Das da muss man sich noch drum kümmern. Das ist, weil die Insel mit uns zu tun haben will, weil unsere Insel so schön aussieht, aber wir wollen mit denen nichts zu tun haben. Ja. Also, Amir, du darfst dich jetzt entscheiden. Ich will das Grundstück hier nehmen! Oh, Amir wird unser Nachbar! Es ist offiziell. Oh, warte mal, hat jemand ein Schild zum Aufstellen? Warte mal, da vorne ist ein Schild. Ich hab welche. Stell ein Schild auf. Das ist jetzt das Grundstück, oder ich mach das. Jungs, dann habe ich aber auch eine Ansage. Wie? Ich habe es, ich weiß nicht, ob Mikael hat es, glaube ich, schon gesehen, aber ich bin gerade wieder die Amir Farminsel am Bauen. Und hiermit. Er dreht gerade wieder komplett durch. Weil ich hier ein Grundstück geschenkt bekommen habe, verspreche ich hiermit, dass für jegliche Stadtarbeiten, für jegliche Erweiterungen, meine Farmen kostenlos benutzt werden dürfen. Jo! Juhu! Let's go! Ey, das freut mich richtig! Alter! Okay, das... Oh Gott, warte mal, wie lade ich das denn wieder? Du musst die auf der Zweithand haben. Okay. Ah. Zack, okay. Also, Ehrenmann Amir, freut mich, du bist jetzt Mitglied hier von der Gemeinde. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir mal eine Abstimmung, wie die Stadt hier überhaupt heißen soll. Und dann müssen wir auf jeden Fall auch noch einen Bürgermeister wählen für die Stadt hier. Und das andere Grundstück, was noch gibt, das können wir dann versteigern. Ich würde kandidieren! MBK... Bro, ich werde hier Bürgermeister, okay, Bro. Wir reden das nochmal, wir klären das nochmal, wenn es soweit ist, Bro. Wir klären das nochmal. Okay. Ja, gut, und das andere Grundstück können wir dann noch versteigern, wenn es Diamanten gibt. Da können wir, weil ich sag so, es gibt wirklich viele, die da schon bauen wollen. Das ist richtig krass, ja. Okay, na gut, aber dann würde ich sagen, Jungs, das haben wir geklärt. Lasst uns gemeinsam. Folgt dem zukünftigen Bürgermeister! Warte. Folgt dem zukünftigen Bürgermeister. Nein, Max! Bro! Oh mein Gott. Jungs. Ja, gut, wir können ja noch direkt hinter meinem Haus. Was ist das für eine Brücke? Jungs. Ich habe gerade eigentlich voll die gute Idee. Was ist, wenn ich alleine rüber zu den Zeitwächtern gehe und so, ich wollte mit Sue und der Wife reden, ich wollte mich entschuldigen und dann sagen, ey, wir haben ja den Hund jetzt gefunden. Vielleicht läuft dann einer von denen dann zum Hund, um abzuchecken, ob der Hund wirklich weg ist, und dann könnt ihr den verfolgen. Oh mein Gott. Okay, lass mal rübergehen und gucken, ob da jemand ist, aber sehr, sehr gute wollen Idee. Wollen wir eine Gruppe machen, bevor wir uns hier hören? Ich mach Gruppe. Guter Kohl! Es ist die Bürgermeistergruppe, kommt gerne rein. Danke, dass ihr alle in die Gruppe des Hallo, Bürgermeisters meine kommt, Mitbewohner. Oh mein Gott. Tut mir leid, ich kenne dich nicht. Amir, echt starke Idee. Das ist sehr gut. Ja. Also Amir wird jetzt gleich zu einem von denen sagen, wir haben den Hund gefunden und dann werden die schauen, ob das stimmt und dann laufen wir hinterher. Das ist smart. Werden wir die einfach ausspionieren. Wollt ihr in der Nähe irgendwo versteckt bleiben, dass sie nicht sehen, dass wir zu viert sind? Auf jeden Fall. Warte mal, und ist das schon deren Haus? Was haben die da für eine Burg gebaut? Das ist die von Timmy. Ah, das ist Timmys Burg, okay. Und die rechts da? Okay, wartet. Bro, was ist da alles? Seht ihr da irgendwen? Da hinten ist dieser Turm, dieser Zeitwächterturm. Ich sehe hier noch keinen. Okay, lass ein bisschen vorsneaken. Wir müssen jetzt aufpassen. Okay, lass hier ins Haus rein. Komm, wir stürmen jetzt aufs Haus. Nein, Haus rein, stürmen. Warte mal, Amir, du musst doch jetzt los, oder nicht? Ich guck gerade, ob ich irgendwie. Da draußen läuft jemand. Ich geh aus der Gruppe raus, Amir, du gehst jetzt hin und sagst, wir haben einen Hund gefunden, dann werden wir den verfolgen. Ich geh Gruppe raus und message euch dann. Das ist Energy! Ja, da sind noch mehr. Pass auf, Fackeln aus der Hand. Nicht, dass die uns sehen. Hallo? Hallo? Hallo?
Dann hat der Zeitwächter da. Was? Blackjack, wo sind die Zeitwächter? Hier drüben. Denergy ist hier oben auf dem Turm. Oh. Auf der Mauer, hier oben. Denergy? Und da drüben im Haus ist auch einer. Warte, hier. Da. Ach, da. Denergy. Ja, hallo? Denergy, du bist ja gerade über mir. Ich will mit dir nur reden. Warum willst du mit mir reden? Guck mal, du weißt ja. Es gab ein schlechter Zeitpunkt. Die Kleine, mein Clan hat sich einfach... Hör mir zu, Denergy. Bist du alleine hier? Ich glaube, irgendwo läuft Trida noch rum. Warum? Ja, also guck mal, ich will mich eigentlich so ein bisschen bei euch entschuldigen. Ich habe mich da in Sachen eingemischt, die mich eigentlich gar nicht angegangen sind. Und ich hoffe einfach... Du entschuldigst dich bei mir? Ja, ich hoffe einfach, dass Frieden kommt, weil, Bro, eigentlich gibt es ja gar keinen Grund mehr zu streiten, weil den Hund haben die ja wiedergeholt. Echt? Der Hund ist bei euch schon? Ja, Max hat ihn wiedergefunden. Oh mein Gott. Der hat den komplett ausgebuddelt. Okay. Aber ja, ey. Ich sag das gerade wirklich nur, damit du checkst, dass ich das ernst meine. Der hat da noch einige Wertgegenstände da gelassen, die er später wiederholen wollte. Vielleicht, keine Ahnung, guck mal, dir wurde so viel Unrecht getan. Geh einfach nochmal zum Hund da, wo das Versteck war. Und dann kannst du die Sachen holen. Ich werde Max erzählen, dass ich gebe ihm die Sachen wieder. Was? Aber einfach, dass du weißt, dass es eine Entschuldigung dann ist. Was für Sachen? Was sind das für Sachen? Ja, Bro, hier zum Beispiel. Siehst du das hier? Da sowas zum Beispiel. Alter. Ich hab da waren noch Raketen drin. Der hat halt zu viel Stuff da gehabt. Meinst du sowas? Ah, hast du selber auch. Und halt ein Säbelzahntiger ist auch da drin in der Kiste. Meiner. Okay, ich gehe da sofort hin dann. Ja, also wie gesagt, ich habe gar nicht so viel Zeit, Bro. Es tut mir leid. Wir können später reden. Okay, wir müssen auf jeden Fall mal reden miteinander. Ja. Also wie gesagt, hol den Säbelzahntiger, der ist im Versteck vom Hund und dann, ich hoffe einfach, dass die Sache geklärt ist. Ich werde mich nicht mehr einmischen. Wenn ihr weiter Krieg filmen wollt wegen dieser Entschuldigungssache, könnt ihr machen, aber ich bin da raus. Okay, verstehe. Ja, okay. Danke, Amir. Dann bis später. Gut. Ja, ciao. Keiner will mehr Krieg. Jeder will irgendwie aufhören. Okay, Jungs, jetzt müssen wir wissen, was das macht. Ich hoffe, er läuft dahin. Ja, ich auch. Ich habe echt alles versucht, sogar Säbelzahntiger. Du bist doch außen, ne? Ich bin Amir, außen, du bist doch außen. Siehst du ihn? Warte. Ist er noch über uns? Warte, ich guck. Dann ist jemand. Warte, ich bin kurz aus der Gruppe rausgegangen. Die verfolgen gerade Denergy. Und ich würde sagen, mein Soll ist getan, Leute. Mir wurde ein Grundstück auf der Insel, wo Max, MBK und Ente bauen. Leute, ich werde natürlich, also ich bin super gerne hier, Leute. Und das ist ja auch eine sehr, sehr schöne Stadt gebaut worden. Das Ding ist, ich will halt, also es wird halt kein Clan-Ding oder so sein, Leute. Ich glaube, ich mache das mal ganz kurz klar. Sondern wir sind eine Wohngemeinschaft hier. Man hilft sich als Nachbarn und so. Aber wenn jetzt MBK, keine Ahnung, jetzt den Krieg mit Denergy machen wird, heißt nicht, dass ich jetzt mit dem grundlos da reingehe und mit Krieg führe. Sondern, wenn irgendwas hier auf der... Klar, die Insel werde ich verteidigen, Leute. Ich will nicht, dass hier irgendwas gesprengt, abgefackelt wird. Das soll schon alles selber gemacht werden. Aber, Leute, ich sag euch ehrlich, ich hab Bock drauf. Ich möchte auch gerne hier wohnen. Ich würde gerne hier auch Sachen bauen. Und ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Dann habe ich mal hier ein Zuhause. Ich habe ja hinten noch mein Haus, das gilt ja immer noch, Leute. Und dann habe ich nochmal meine Farminsel. Und genau zu dem fahre ich jetzt nochmal zurück, hole nochmal ein paar Utensilien, dass ich den Jungs das geben kann. Nochmal für die, weil ich sehe ja, die sind gerade diese riesen Mauern bauen und die brauchen sehr, sehr viel Stein, Leute. Ich glaube, ich mache denen da kurz was ready. Freunde. Und dann können wir denen was schenken. Deswegen fahren wir kurz zurück. Okay, Freunde, ich gehe mal kurz rüber zu den Jungs. Ich hoffe, die müssten den Hund, glaube ich, jetzt wieder haben. Bin mal gespannt. Ansonsten, ich habe jetzt ein Geschenk mitgeholt, Leute. Guck mal, und zwar 600 Steine. Gestern diese Aktion, dass sie uns so pranken wollten und so, weißt du? Also das ist einfach ehrenlos gewesen, Jungs, was sie da gemacht haben. Ja. Mr. Berger! Was geht? Oha, ey. Ist das direkt deine Umzugstasche in der Hand? Nee, das ist meine Spende für die Brücke. Für die Brücke? Hä? Warte. Was ist da drin? Oh. Bro, 636 Steine, Amir. Schon gebraten, oh mein Alter. Gott, Bro. Kuss! Bro! Okay, Amir ist wirklich crazy. Für die Brücke, sag ich, für die Mauer meine ich. Für die Mauer. Ja. Okay, krass, danke. Krass. Amir trägt hier ordentlich was dazu bei. Auf jeden Fall Ehrenmember hier. Der Bürgermeister bedankt sich, Amir. Kein Ding, Max. Ja. Gerne, Amir. Der Stellvertretende Bürgermeister. Okay, MBK. Okay, MBK. Ja, Bürgermeister MBK, ja. Danke. Gut.
Ja, ja, gut. Also über das Bürgermeister-Thema müssen wir auf jeden Fall mal noch reden. Ja. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Mr. Berger ist der Bürgermeister. Ja, das kann sein. Mr. Berger, wenn du willst, dass iCrimex Bürgermeister wird, dann steh jetzt auf. Nein, hey, das ist dein Hund, Mann. Epic, Mr. Berger hat gesprochen, halt dich dran. Okay, Mr. Berger, willst du, dass Mirkan MBK niemals Bürgermeister wird, dann steh jetzt zweimal auf. Er hat gesprochen! Oh mein Gott! Ente? Er hat gesprochen, MBK, ich kann nichts dafür! Warte mal, ich muss den auch was fragen, Max, ja? Ja. Heißt MBK in Wirklichkeit Mirko, dann steh jetzt einmal auf. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er hat dich geleakt, Bro. Braver Mr. Berger. Guter Junge. Gut gemacht. Mirko! An dem ich Bürgermeister bin, Jungs. Jungs. Also, es gibt wir machen eine faire Abstimmung. Eine faire Abstimmung, ja. Also, ich muss sagen, MBK hat hier wirklich auch sehr, sehr viel gebaut, viel dazu beigetragen. Ich bin natürlich der Entdecker der Insel. Das stimmt. Amir hat natürlich auch viel beigesteuert. Ente ist halt einfach. Ente. Er ist Hallo! Einfach dabei. Ich existiere! Ente hat auch ein Haus ohne Möbel. Wir machen eine Abstimmung, spiel einfach. Ja, ich möchte nicht. Wir machen okay. Wahlen. Du okay, bist okay, aber auch. MBK gegen mich. Okay, ja. Bro. Und Mr. Berger! Mr. Berger gehört zu mir. Es geht nicht. Mr. Berger kann doch nicht reden und bauen. Der kann aber aufstehen. Vorhin hat er gesprochen. Er kann aufstehen. Ja. Mit Birko redet der halt nicht! Okay. Ja, gut, ich geh mich mal um die Panda kurz kümmern. Geht ihr um die Panda kümmern? Jungs, ich geh weiter Steinbrennen. Ich bin bei meiner Farminsel. Ich kann euch gerne die Koordinaten schicken, wenn ihr was braucht. Kuss, ciao. Macht's gut und endlich ist Mr. Berger zurück! Ey, Leute, ist das schön. Ich hoffe jetzt, dass die anderen da jetzt hoffentlich zufrieden sind und jetzt da keinen Stress mehr machen. Aber ich denke mal, ich bin mal gespannt. Zeus ja, hat ja mäßig schon gesagt, er will diesen ganzen Beef nicht haben. Vielleicht checken. Vielleicht hat das auch jetzt dazu beigeholfen, dass Hugh gesagt hat, ey, ich gehe jetzt erstmal wieder alleine unterwegs, dass er, dass die anderen dann sagen, okay, der Krieg hat sich nicht gelohnt, lass uns das irgendwie beiseite schieben. Die haben jetzt den Hund wieder, wir haben Denergy wieder, ja. Also mein Ziel war es ja von seit Tag 1, dass dieser Krieg einfach nicht ausbricht. Wenn das jetzt der Fall ist, dann bin ich vollkommen zufrieden. Ich würde aber gern trotzdem nochmal mit Wife die Tage reden, Leute, weil das war eine angespannte Situation, die ich nicht haben will. Vielleicht müssen wir uns auch einmal aussprechen, Leute, weil, Wife ist, wie gesagt, immer noch mein bester Freund, Leute. Besonders hier in Minecraft und ja. Ansonsten, Leute, das war's gewesen mit dem Video. Ich baue jetzt hier weiter an meiner Farminsel. Ich werde, glaube ich, noch ein paar Farmen schon mal vorarbeiten. Sobald neue Epochen kommen und dann Sachen da sind für Farmen, bin ich direkt am Start, Freunde. Lasst ein Like und Abo da. Vielen Dank für euren ganzen Support. Euer Amir. Ciao.